Gold steigt, der Yuan fällt. Das könnte man auch übersetzen mit sichere Hafen sind gesucht, Risikoassets werden wieder gemieden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute nach der gestrigen Rallye, die ein bisschen den Schaden hatte, versuchte zu reparieren, der in den 6 Handelstagen zuvor angerichtet worden war. Aber im asiatischen Handel sehen wir wieder rote Vorzeichen. Und der Grund ist das sogenannte Fixing der chinesischen Notenbank PBOC, People's Bank of China, die immer um 3 Uhr nachts deutscher Zeit diesen Referenzkurs des Dollar-Yuan festlegt. Und das hat sie heute Nacht gemacht bei 6,9996, also einen Hauch, einen Wimpernschlag unter der symbolisch so wichtigen 7er-Marke. Schwächer als von den Märkten erwartet und so kommt eben diese Bewegung raus aus Risikoassets, deswegen die US-Futures heute tiefer und der DAX wohl auch tiefer startend rein in sichere Häfen, deswegen Gold heute zwischenzeitlich über die 1500er Marke sogar gestiegen und wir sehen auch fallende Renditen auf Staatsanleihen, also man kauft Anleihen, dadurch steigen die Kurse und die Renditen fallen, das ist das Muster, das wir jetzt sehen. Heute Nacht übrigens noch interessant. Die neuseeländische Notenbank hatte den Leitzins von 1,5 auf 1,0% gesenkt, also in einem Schritt eine 0,5er Zinssenkung gemacht und weitere Zinssenkungen nicht ausgeschlossen, sogar gesagt, dass möglicherweise Negativzinsen zu erwarten sind. Also man ist skeptisch, man ist vorsichtig in Sachen Konjunktur und das hängt natürlich auch mit dem Handelskrieg zusammen. Apropos Handelskrieg, starten wir mal in ein paar Grafiken. Da haben wir zum Beispiel die Aussagen jetzt heute Nacht von Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, der gestern auf die Aussagen von Larry Kudlow reagierte. Kudlow hatte gesagt, ja, wir erwarten nach wie vor, dass die chinesische Delegation im September nach Washington reist. Die USA seien gesprächsbereit etc. etc. Daraufhin sagte Hu Xixin, ja, das sind alles Lügen, um den Aktienmarkt in den USA nach oben zu pushen. Und China wird sich der Hegemonie Washingtons nicht beugen. Wir sind vorbereitet für neue Zölle oder auf neue US-Zölle. Also eine ziemlich scharfe Erwiderung, die hier passiert. Und möglicherweise sehen wir diese Stimmungslage eben auch in diesem Fixing des Yuan-Kurses. Gestern ja noch Erleichterung durch das niedrigere Fixing, da waren wir unter der Marke von 6,97. Jetzt sind wir, wie gesagt, nur ganz knapp unter der 7,00er Marke. Und interessant auch, was Hu Xixin in Sachen Pharma hier, in Sachen US-Pharma hier twittert. Gestern hatte ja Donald Trump gesagt, ja, ich lasse die Pharma nie hängen. Die amerikanischen Landwirte sind ja mit 2 Entschädigungsrunden schon bediente Worten, um ihre massiven Ausfälle, die auch durch den Handelskrieg entstehen, zu kompensieren. China ist der 4. Abnehmer von US-Landwirtschaftsprodukten nach Kanada, Mexiko und Japan. Jedenfalls sehen wir, China hat, sagt hier Hu Xixin, China hat gar kein Interesse, die amerikanischen Landwirte zu schädigen, sondern es ist die US-Administration, die sie schädigt, da können wir nicht so wahnsinnig viel machen. Aber natürlich zielt dieser Boykott gewissermaßen des Kaufs von US-Landwirtschaftsprodukten durch Chinas Regierung darauf, Trump zu schwächen, denn es ist seine Wählerbasis, es sind diejenigen, die sich von ihm vieles versprochen haben. Und wir dürfen eins nicht vergessen, seit 2013 sind die Umsätze der US-Pharma um 45% gesunken, haben sich also maßgeblich reduziert, das treibt viele in die Insolvenz, da sind viele Faktoren am Start, Wetterfaktoren, Konkurrenzsituationen am Markt, Handelskrieg etc. etc., Schweinepest, all das sind Dinge, die hier eine Rolle spielen, aber die knapsen, viele knapsen da wirklich auf dem letzten Loch und jetzt die Eskalation des Handelskriegs ist genau das, was diese Menschen eben nicht gebrauchen können und wahrscheinlich wird die Insolvenzrate, die zuletzt sprunghaft gestiegen ist, bei US-Landwirten deutlich weiter nach oben gehen. Schauen wir uns mal an noch in Sachen China hier eine Berichte von Reuters UK, dass man sagt, Chinas Banken wurden, staatliche Banken wurden angewiesen, hier mittels Swaps den Onshore-Yuan, also den in Shanghai gehandelten Yuan, zu stützen. Die verkaufen also Dollar, um den Yuan zu stützen. Das ist also nicht so, wie die Trump-Administration sagt, dass China seine Währung schwächt, sondern man hat sie die ganze Zeit unterstützt, hat jetzt mal ein bisschen hier dem Druck stattgegeben, aber der Abwertungsdruck ist da und der dürfte tendenziell weiter sich eben fortsetzen. Wir haben jetzt durch diese Konfusion, durch diese, ich will nicht sagen Panik, aber durch diese
Turbulenzen an den Märkten schon einiges Interessantes gesehen. Wir haben hier zum Beispiel gesehen, das ist die Differenz zwischen den sogenannten High Yields und den sogenannten Investment Grade Bonds. Und hier sehen wir, dass der Spread, also die Renditedifferenz, der Risikoaufschlag zuletzt deutlich angestiegen ist. Da waren wir ja sehr, sehr niedrig. Es gab ja diese risikofreie Welt, wo man gesagt hat, ha, Risiko gibt es nicht. Dementsprechend sind hochrentierliche Anleihen wie Junkbonds, die gar nicht mehr so hochrentierlich sind, aber sehr viel Risiko enthalten, sind kaum gefährlicher als eher solide Unternehmen, die Anleihen begeben haben. Hier sehen wir also Risikoparameter anspringen und wir sehen auch eine interessante Konstellation, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Hier Nomura hatte diesen Chart displayed kürzlich und das ist das Equity Sentiment Index und wir sehen hier ganz starke Parallelen zwischen dem Zeitraum Januar 2006, April 2009, also dann Finanzkrise und der aktuellen Situation, nämlich Dezember 2016 bis aktuell. Das ist relativ gleichlaufend und auch damals praktisch in dem Vergleichszeitraum hatten wir einen massiven Einbruch des Sentiments eben in Gefolge der Finanzkrise. Jetzt ist die Frage, sind wir hier auf dem Weg auch das noch abzubilden, da nochmal weiterzumachen? Das wird interessant sein zu sehen. Wir sehen, dass die Märkte jetzt fast 4 Zinssenkungen erwarten in den nächsten 12 Monaten. Das wird also jetzt deutlich negativer. Wir hatten auf jeden Fall oder haben auf jeden Fall jetzt eine 100% Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Fed die Zinsen im September nochmal senkt. Gestern hatte James Bullard Interessantes gesagt. Der sagt, das ist eine Mid-Cycle-Adjustment, also das ist eine Zinssenkung so inmitten eines Zyklus. Also der will daran nicht glauben, dass die Fed in einem Zinssenkungszyklus ist. Ähnliches hatte ja schon Jerome Powell eben auf der Pressekonferenz gesagt. Er sagt aber hier nochmal ganz klar, ich sehe keine Bedingungen, die es rechtfertigen, dass wir jetzt eine 0,5er Zinssenkung machen. Wir haben, die Fed hat sich already adjusted for trade uncertainty. Wir haben uns schon eingestellt auf die Unsicherheiten durch den Handelskrieg. Und die Fed sollte nicht auf kurzfristige Marktreaktionen achten, sondern ihr Ding durchziehen. Also klar, Ballard sagt ja, da kann noch eine Zinssenkung kommen, aber er ist eben nicht bereit, nach wie vor nicht bereit, diesen Zinssenkungszyklus auszurufen. James Bullard war ja derjenige, der gegen die Zinsanhebung im Dezember schon war, der immer gesagt hat, wir sind zu weit vor der Kurve. Jetzt bremst er die Erwartungen der Märkte als dovisches Mitglied der FOMC und Lieblings-Fettnotenbanker von Donald Trump. Auch das ist relevant, das ist interessant. Wir sehen übrigens hier, dass 65% der globalen PMIs, also der Einkaufsmanager-Index, unter die 50er-Marke gefallen ist. Also die Dreiviertel der Welt ist in Sachen Industrie im Bereich Kontraktion, nicht mehr Expansion. Und wir sehen, dass die sogenannten Global Financial Conditions, also die Finanzkonditionen, wie leicht es ist, an Kredite zu kommen etc., dass die eben diesen Einkaufsmanager-Indizes normalerweise mit leichter Verzögerung dann folgen. Also das hat alles Auswirkungen und auf die muss die Fed dann wahrscheinlich reagieren, vor allem wenn der Handelskrieg weiter eskaliert. Schauen wir uns mal die Dinge an. Heute keine wichtigen Daten. Industrieproduktion Deutschland, ein Hingucker, 8 Uhr, dann 16:30 Uhr Ölmarktbericht. Aber schauen wir uns mal an, was hier an den Märkten passiert mit Charts von Capital.com. Wir sehen Dollar-Yuan, der derzeit wichtigste Chart, bei 7,08 und ein paar zerquetschten, sind also wieder nach oben gegangen, auch wenn wir die Hochs, die wir hier zwischenzeitlich hatten, die wir in der Panik gesehen hatten, als die USA China als Währungsmanipulator bezeichnet hatten, noch nicht erreicht haben, aber wir sehen eben, es ist eine weitere Abschwächung des Yuans. Das tut Gold sehr, sehr gut. Wir waren hier schon, wie gesagt, im Bereich der 1500er Marke, zumindest was die Futures betrifft, hier der Spotmarkt bei 1490, aber auch deutlich höher, jetzt so erste leichte Rücksetzer. Machen wir gleich mal die Rohstoffe weiter. Öl ist gestern deutlich unter Druck gekommen, wohl aus Konjunktursorgen, $53,63. Kommen wir zum Euro-Dollar, der sich knapp über der 1,12er Marke hält. Wir sehen hier den Dow Jones jetzt mit leichter Erholung wieder bei 25.915. Ähnliches Bild im Nasdaq 100, 7.486. Der Dow Jones bei, nicht der Dow Jones, das ist der S&P 2.868. Und abschließend unser lieber DAX, jetzt wieder über der 11.600er Marke. Vor einigen Minuten war er noch darunter.
der DAX gestern, ich hatte es gesagt, praktisch an der 200-Tages-Linie geschlossen. Da sind wir jetzt dabei, die zu unterschreiten. Ein wichtiger Punkt, auf den vor allem institutionelle Investoren achten. Morgen, 20 Uhr, gibt es nochmal ein Live-Webinar von mir, also Donnerstag, 20 Uhr, zur Lage an den Märkten. Und die ist ja derzeit nicht so furchtbar langweilig. Vielleicht schauen Sie da mal rein. Ich werde es bei Finanzmarktwelt und in Videos nochmal ankündigen, Ihnen zeigen, wie Sie da teilnehmen können. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren. Bis dann. Servus und ciao.